Also momentan beschäftige ich mich mit den Effekten vom Klimawandel auf zwei verschiedene Fischarten. Das ist zum einen der Atlantische Kabeljau und zum anderen der Polardorsch. Das sind beides Fische, die kommen aus der gleichen Familie, sind also relativ eng miteinander verwandt, aber unterscheiden sich grundsätzlich von ihren ökologischen Eigenschaften. Im Zuge der Meereserwärmung haben wir schon über die letzten 20, 30 Jahre festgestellt, dass viele Fischarten sich nach Norden bewegen, eben weil das Wasser im Süden zu warm wird. Und damit verschiebt auch sich das Verbreitungsfeld von Kabeljau immer weiter nach Norden. Jetzt ist unsere Befürchtung, dass sich durch diese Nordwärtsverschiebung der Population des Atlantischen Kabeljaus eine Konkurrenzsituation entsteht und dort der Kabeljau im Prinzip den Lebensraum des Polardorsches übernimmt und somit nachhaltig dieses arktische Ökosystem beeinflussen wird. Also für unsere Experimente hier in Bremerhaven brauchen wir natürlich lebende Fische und die müssen speziell aus den Gewässern von Spitzbergen kommen. Das heißt, wir mussten da eine Expedition machen mit dem Forschungsschiff Heinke. Wir haben da hauptsächlich in verschiedenen Wasserschichten versucht, juvenile, also relativ kleine, jugendliche Kabeljau und Polardorsche zu fangen. Jetzt ist das Problem, wenn man ein Fischernetz hat, dann kommen die Fische beschädigt oder auch tot an Bord und das mussten wir natürlich vermeiden. Deswegen haben wir einen sogenannten Fischlift benutzt. Das muss man sich so vorstellen wie so ein kleines Metallaquarium, was hinten am Netz dranhängt, in dem die Fische dann reinsortiert werden, der Größe nach, und können wir uns anschauen, was haben wir für Arten und die Arten, die wir brauchen, dann raussuchen. Und auf die Art und Weise haben wir es dann wirklich geschafft, dass wir mehrere hundert lebende Tiere von Kabeljau und Polardorsch mit nach Bremerhaven bringen konnten. In unseren Experimenten haben wir uns speziell verschiedene Kombinationen aus verschiedenen Temperaturen und CO2-Szenarios für die nächsten 100, 200, 300 Jahre angeguckt. Und dort haben wir die Tiere im Prinzip für 4 Monate lang in einzelnen Aquarien gehalten und dort verfolgt, wie viel sie fressen, was sie fressen, wie gut sie wachsen und wie es ihnen einfach geht, wie sie sich entwickeln. In unseren bisherigen Ergebnissen konnten wir verschiedene Trends verfolgen. Die beiden offensichtlichsten sind sicherlich, dass sich die beiden Arten, der Atlantische Kabeljau auf der einen Seite und der Polardorsch auf der anderen Seite, relativ stark in ihren Anpassungsstrategien unterscheiden. Der Atlantische Kabeljau ist eine Art, die sich relativ gut an verschiedene Umweltbedingungen anpassen kann, deswegen ist sie auch sehr weit verbreitet. Im Gegensatz dazu steht der Polardorsch, der eine sehr begrenztes Temperaturfenster hat. Und das hat natürlich dann direkte Konsequenzen auf die Konkurrenz zwischen den beiden Arten. Wenn sie dort im Habitat stattfindet, ist es relativ offensichtlich, dass der Kabeljau dann wahrscheinlich das Rennen gewinnen wird. Der Erwärmungstrend, der wird sich sicherlich über die nächsten Jahre noch weiter fortsetzen. Selbst wenn wir jetzt einen totalen Emissionsstopp hinkriegen, sind da gewisse Prozesse nicht mehr aufzuhalten. Und es wird zu einer weiteren Ozeanversauerung und zu einer weiteren Ozeanerwärmung kommen im Bereich von Spitzbergen. Das ist relativ sicher. Das bedeutet, dass sich die Bestände von Kabeljau erst einmal wahrscheinlich noch vergrößern werden. Aber es ist sehr fraglich, wie es dann auf lange Sicht hin weitergeht. Und das hat zwei Gründe vermutlicherweise. Der eine Grund ist, dass der Kabeljau ein sehr starker Räuber ist. Das heißt, der frisst unheimlich viel, der braucht unheimlich viel Futter. Und es ist fraglich, ob die Ökosysteme in der Lage sein werden, auf lange Sicht so eine große Population an Raubfischen zu unterstützen. Auf der anderen Seite haben wir ja auch gesehen, dass Ozeanversauerung und Erwärmung direkte Effekte haben auf den Kabeljau und auf den Polardorsch. Und das bedeutet auch, dass der Kabeljau dann zwei Möglichkeiten hat. Entweder die Bestände werden sich verkleinern oder er muss versuchen, weiter nach Norden zu ziehen. Die Frage ist, ob es da Habitate, also Ökosysteme gibt, wo er auch wirklich dann leben kann. Weil in den tiefen Gewässern rings um den Nordpol, da kommt er nicht mit klar. Das heißt, er braucht immer ein küstennahes Umfeld und er kann sich eben nur in diesen Bereichen halten.